Und was ich nicht mehr will, ist, dass die hochinnovativen Unternehmen in den USA an die Börse gehen, weil sie hier keine Chance haben. Und ich will nicht, dass die besten Start-ups in Deutschland vom Pensionsfonds der Lehrer aus Tennessee finanziert werden. Wir haben hier eigenes Kapital und unsere Ideen sollten wir auch stärker mit unserem eigenen Kapital finanzieren. Welcome. Hello, thank you very much. Oh, wow. Ja, hallo und guten Tag zusammen. Philipp ist jetzt weg. Vielen Dank für die Einladung, hier zu sprechen, einen Beitrag zu leisten. Es ist echt gigantisch, was aus dem OMR-Festival geworden ist. Ich erinnere mich noch an Anfänge vor einigen Jahren. Da war OMR ganz klein. Es haben auch nicht alle in Hamburg das unglaubliche Potenzial dieses Festivals erkannt. Andere, auch wir, haben das getan und haben geholfen, dass etwa in der Messe der Standort hier gefunden werden konnte. Damals war OMR klein, die FDP hatte Einfluss, heute ist es andersrum. Zumindest für OMR eine großartige Entwicklung und ich glaube, wir profitieren alle davon. Mir ist gesagt worden, ich möge etwas zur Finanzpolitik sagen. Also ehrlich gesagt möchte ich meinen Pitch darauf jetzt eher nicht verwenden, denn da habe ich jetzt nicht zu viele optimistische Botschaften. Es ist ein bisschen wie mein Auftritt hier bei OMR. Ich komme so relativ am Schluss, wo die Party zu Ende ist. So ähnlich ist es auch als Finanzminister. Wir hatten 10 gute Jahre ohne Zinsen, dann kam ich. Also insofern ist das jetzt nicht mein Thema, sondern ich habe mich entschieden, sehr spontan zu einem anderen Komplex zu sprechen, der viele von euch und der mich betrifft. Ich habe nämlich gestern bei mir im Büro Bill Gates gehabt und ich habe mit Bill Gates gesprochen, natürlich über künstliche Intelligenz. Und da haben wir alle eine Sensibilität für das, was passiert, aber mir hat das Gespräch mit Bill Gates, der sich mit dem Komplex ja Jahrzehnte nun schon beschäftigt, wirklich noch einmal den State of Urgency veranschaulicht, um was es hier geht und was auf dem Spiel steht. Künstliche Intelligenz verändert alles grundlegend mit einem enormen Tempo. Ich weiß, dass ihr das wisst, ich spreche es nur aus, damit ihr wisst, dass ich es auch weiß und mein politisches Handeln daran orientiere. Meine Sorge ist nicht, welche Auswirkungen künstliche Intelligenz haben kann. Da sind ja manche sehr besorgt, wie wir in Deutschland die Bedenkenträgerei ja perfektioniert haben. Ich will auch nicht fragen, permanent auch hören, dass gefragt wird, was macht künstliche Intelligenz mit uns? Sondern die eigentliche Frage ist, was kann künstliche Intelligenz für uns tun? Also wie nutzen wir sie wirklich als ein Tool? Die Risiken verkenne ich nicht. Deepfake, autonome künstliche Intelligenzen, die die Kapitalmärkte destabilisieren. Autonome Entscheidungsprozesse, etwa beim Militär. Ich kenne auch die Risiken, aber auf der anderen Seite gibt es eben enorme Chancen auf mehr Produktivität, die Menschen zu befreien, auch vielleicht von lästiger Arbeit. Es ist die Chance, neue wissenschaftliche Erkenntnis zu erschließen, durch künstliche Intelligenz Energienetze besser zu steuern und dadurch Beiträge zum Ressourcen- und zum Klimaschutz zu leisten. Und deshalb, künstliche Intelligenz darf nicht schon wieder ein technologischer Quantensprung sein, der an Deutschland vorüberzieht. Meine Sorge sind nicht die negativen Folgen künstlicher Intelligenz für unsere Gesellschaft. Meine Hauptsorge ist, dass Deutschland diese Innovation wieder eine Innovation verschläft. Und dazu dürfen wir es nicht kommen lassen. Nicht schon wieder, bitte. Dabei sind die Voraussetzungen in Deutschland gar nicht so schlecht.
Wir haben sehr viele Patente in diesem Bereich. Wir haben auch viel Forschungstätigkeit. Ich denke alleine an 100 Lehrstühle für künstliche Intelligenz, die es inzwischen gibt. Ist doch mal eine Zahl. Die Bundesregierung wird bis nächstes Jahr auch 1,6 Milliarden Euro zusätzliche Forschungsmittel bereitstellen. Das heißt also, Know-how ist da. Auf der anderen Seite haben wir einen Mittelstand und eine Industrie, die im internationalen Vergleich hochautomatisiert sind. Nicht mit künstlicher Intelligenz, aber bereits automatisiert. Also, wir haben im Prinzip Know-how und wir haben auch eine Wirtschaft, die aufgrund ihres Automatisierungsgrades einen nächsten Schritt gehen könnte mit künstlicher Intelligenz. Allein noch hebt das nicht ab. Noch passiert dort zu wenig und andere sind schon wieder dabei, schneller zu werden, während wir noch damit beschäftigt sind, überhaupt zu verstehen, was passiert. Und deshalb meine 5 kurzen Punkte, was wir tun müssen, die wesentlichen Treiber, damit künstliche Intelligenz wirklich auch zu einem Wachstumsmotor in Deutschland werden kann. Erstens, Digitalisierung. Wir haben gerade eben darüber gesprochen. Wir haben enorme Fortschritte erzielt bei den digitalen Netzen. Wir hatten vor 2 Jahren beim 5G-Netz eine Netzabdeckung in Deutschland von Anfang 70%. In diesem Jahr werden wir 95% schaffen. Und auch bei den Gigabit-Netzen, die insbesondere wichtig sind für neue Applikationen, werden wir Ende dieses Jahrzehnts, und wir sind ja schon in der Mitte, werden wir Ende dieses Jahrzehnts eine der modernsten Infrastrukturen auf der Welt haben. Okay, das läuft. Zweiter Punkt. Ich habe schon beschrieben, wie stark wir in der Forschung, in der Grundlagenforschung sind. Aber viel zu wenig kommt aus der Grundlagenforschung an in der unternehmerischen Praxis. Und wir haben zu wenige Gründungen auch aus Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Die Top-Wissenschaftler in den USA mit den besten Ideen, was machen die? Viele von denen mit ihrer Basisinnovation, mit ihrem Patent, werden Unternehmer. Was machen die Top-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Deutschland? Wonach streben die? Die wollen Beamte werden, nämlich Professoren. Nichts gegen den öffentlichen Dienst. Ich bin ja auch im öffentlichen Dienst. Aber ein paar Leute müssen außerhalb des öffentlichen Dienstes bleiben, um ihn zu finanzieren. Und aus dem Grund wünsche ich mir mehr Gründungsdynamik aus den Hochschulen. Und ganz konkret gibt es jetzt eine deutsche Agentur für Transferinnovation. Das heißt, man muss sensibilisieren dafür, dass man mit einem Patent nicht nur Literatur schaffen kann, sondern auch Produkte und Dienstleistungen. Und wir müssen mehr Menschen dafür gewinnen, auch aus der Hochschule heraus beispielsweise Gründerin oder Gründer zu werden. Es gibt dort erfolgreiche Karriereperspektiven. Oft genug ist es keine Frage der Kompetenz, ja, der Fähigkeit, sondern das Gefühl, dass Unternehmertum ein unkalkulierbares Risiko sein könnte. Wir haben es also mit einer Mentalitätsfrage zu tun, meine Damen und Herren, dass wir eine zu geringe Gründungskultur in Deutschland haben. Und da kann jede und jeder von uns sofort was dran verändern. Wenn nämlich erfolgreiche Unternehmerinnen nur Neid in unserer Gesellschaft erfahren und man überlegt, wie man ihnen durch Steuern etwas wegnehmen kann. Und die nicht erfolgreichen Gründer, die haben es mit Häme und Spott zu tun, hätte man ja wissen können, dann werden Menschen die Selbstständigkeit meiden. Ich glaube im Übrigen, es hilft nicht nur der Gründerkultur, wenn wir auf Neid, Häme und Missgunst verzichten. Ein Land ohne Neid, Häme und Missgunst ist generell lebenswerter. Also Mentalitätswechsel. Dritter Punkt, mache ich kurz, unser Mittelstand mit seinem Automatisierungsgrad, die müssen freilich investieren. Da tun wir jetzt einiges dafür. Wir verbessern die Abschreibungsbedingungen für die Investitionen. Es gibt eine steuerliche Forschungsförderung und weitere Maßnahmen mehr im Steuerrecht, bei der Bürokratie, am Arbeitsmarkt, damit überhaupt wieder eine Lust da ist, in Deutschland in Innovation zu investieren. Mein 4. Punkt, vierter Punkt,
betrifft die Finanzierung von Innovation und von Startups. In Deutschland unverändert ein Problem. Wir sind slightly besser, aber wir haben immer noch im Vergleich zum angelsächsischen Raum ein Riesenproblem bei der Finanzierung. Weniger am Beginn, stärker bei der Wachstumsfinanzierung, also wenn es nicht um ein Startup, sondern um ein Scale-up geht. Und das hat einen Grund. Wir haben in Deutschland keine Kapitalmarktkultur. Wir verlassen uns auf ein Rentensystem im Umlageverfahren, wo diejenigen heute einzahlen, genau das, was heute ausgezahlt wird. Erschreckend viele Deutsche haben die Haushaltsrücklage auf dem Girokonto. Wir haben Menschen, die glauben, das Sparbuch sei noch eine sichere, tolle Sache. Und das bremst uns. Andere Gesellschaften, zum Beispiel die USA, die ein Altersvorsorgesystem haben, auf der Basis von Pensionsfonds, die haben natürlich auch Milliarden Dollar unter Verwaltung, die investiert werden können, und zwar nicht nur in Steine und Staatsanleihen, also Immobilien und Staatsanleihen, sondern eben auch in Unternehmen und auch in Unternehmensgründungen. Und deshalb brauchen wir in Deutschland eine andere Kapitalmarktkultur. Das fängt schon in der Politik an, als ich jetzt neulich unser Generationenkapital öffentlich vorgestellt habe, also eine kapitalgedeckte Säule in der gesetzlichen Rentenversicherung. Da sind online dann Kacheln verbreitet worden. Lindners Generationenkapital, das gefährdet unsere Rente, schrieben dann manche. Und das wurde bebildert mit einem Automatencasino, als sei eine Aktie, ein Wertpapier, eine unverantwortbare Spekulation. Jetzt auch noch mit der Rente ist der verrückt geworden, dieser Neoliberale. Ich sage Ihnen und euch eins, das Risiko ist nicht das Wertpapier oder die Aktie. Das Risiko in Deutschland ist, dass wir die Chancen des Kapitalmarkts nicht nutzen. Und das ist zum Nachteil sowohl derer, die was ansparen wollen, als auch derer, die dringend Investitionskapital brauchen. Und deshalb muss unser Land eine Kapitalmarktkultur bekommen, damit wir aufschließen zum angelsächsischen Raum. Dann machen wir konkrete Dinge. Manche von Ihnen und euch haben schon mal gehört vom Zukunftsfinanzierungsgesetz. Kurz gesagt, das war das Gesetz, mit dem ich in der Steuer die Mitarbeiterkapitalbeteiligung erleichtert habe und Exit-Kanäle erleichtert habe. Und jetzt in diesem Jahr muss eigentlich kommen das Zukunftsfinanzierungsgesetz 2.0, mit dem wir auch dafür sorgen, dass beispielsweise die großen Versicherungen und Versorgungskassen direkt investieren können in Start-ups, Scale-ups und anderes mehr. Denn wir haben Milliarden, Billionen Euro in Deutschland unter Verwaltung. Aber das Geld wird schlecht eingesetzt. Und was ich nicht mehr will, ist, dass die hochinnovativen Unternehmen in den USA an die Börse gehen, weil sie hier keine Chance haben. Und ich will nicht, dass die besten Start-ups in Deutschland vom Pensionsfonds der Lehrer aus Tennessee finanziert werden. Wir haben hier eigenes Kapital und unsere Ideen sollten wir auch stärker mit unserem eigenen Kapital finanzieren. Und das alles machen wir aus sehr guten Gründen. Wir brauchen nämlich mehr wirtschaftliche Prosperität und Wachstum. Wir brauchen wirtschaftlichen Erfolg, wirtschaftliche Stärke, weil das ein Faktor der Geopolitik ist. Das verfolgen wir alle. Wir haben ein dominantes China und wir haben in der Ukraine Krieg. Deshalb müssen wir wirtschaftliche Stärke haben. Zur wirtschaftlichen Stärke gehört aber auch, dass wir Menschen haben, die in unserem Land erfolgreich sein wollen. Denn neben den ganzen Standortfaktoren, die ich gerade genannt habe, Digitalisierung über Ausgründung, Kapital, der Wesentliche sind Köpfe. Auch für die Zeit der künstlichen Intelligenz, für diese neue Epoche. Wir können und müssen unsere Schulen verbessern, künstliche Intelligenz dort auch zum Gegenstand der Lehrpläne machen. Aber wir werden und wir müssen auch Talente aus der Welt nach Deutschland in unsere alternde Gesellschaft holen. Dafür haben wir jetzt ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz gemacht. Okay. Und wir werden auch bei der Steuer und bei den Abgaben etwas tun, sodass es hier in Deutschland für alle attraktiver ist zu arbeiten. Aber wissen Sie, was meine Hauptsorge ist? Wie soll Deutschland als eine alternde Gesellschaft überhaupt Talente anziehen,
wenn auch im Jahr 2024 Intoleranz, Ausgrenzung und Alltagsrassismus noch nicht überwunden sind. Das sind Gefährdungen unseres Wohlstands. Also, ich glaube, das Licht geht hier schon langsam etwas mehr an, so ein lakonischer Hinweis auf wirklich jetzt das Ende meiner Redezeit. Ich schließe ab. Wir haben uns gewöhnt in Deutschland an spitzenmäßigen Lebensstandard im weltweiten Vergleich. Im weltweiten Vergleich haben wir eine spitzenmäßige soziale Absicherung. Im globalen Vergleich haben wir auch spitzenmäßige ökologische Standards, zum Beispiel beim Klimaschutz. Machen wir uns bitte eins klar: spitzenmäßiger Lebensstandard, spitzenmäßige soziale Absicherung, spitzenmäßiger Umweltschutz haben eine Voraussetzung: Wettbewerbsfähigkeit, Spitzentechnologie und Spitzenleistung. Wir machen das nicht, weil Wachstum ein Selbstzweck ist, sondern weil das eine Voraussetzung dafür ist, dass wir gemeinsam ein gutes Leben führen können, auch diejenigen, die momentan mit ihrer Lebenssituation noch nicht zufrieden sind. Und deshalb, niemand hindert uns, wir müssen auf niemanden warten, wir sind von niemandem abhängig, wir haben es selbst in der Hand, wir müssen es nur tun. Und ich glaube, niemals gab es mehr zu tun als jetzt. Schönen Dank. Danke.